Wir haben einen Schatz erhalten. Ein US-Amerikaner über die Eroberung deutscher Patente. Sollte der US-Amerikaner mit dieser Aussage Recht behalten? Nicht nur die deutsche Forschung und Entwicklung in der Rüstung war eine Bereicherung für die Welt. Allem voran für die US-Amerikaner. Auch die zivile Forschung hat die Welt um Jahre nach vorne gebracht. Wurde Deutschland nach seiner Unterwerfung beraubt? So sagt ein Wissenschaftler, dass der Raub an deutschen Patenten der größte Diebstahl in der Geschichte der Menschheit gewesen ist. Ist diese Aussage zutreffend und wurde die deutsche Industrie schamlos ausgenommen? Ein Bericht aus dem Jahre 1951 sollte Aufschluss geben. Wir prüfen die Fakten. Eine unglaubliche Geschichte. Größte Kriegsbeute Deutschlands. Patente. Das ein Bericht vom 5.6.1951 vom Spiegel in der Ausgabe 23 1951. Da schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf. Zwei Männer einer Suchgruppe waren vollkommen ratlos. Die Akten, denen sie nachspürten, waren verschwunden. Ein Gerücht besagte, dass sie in einem Stollen verborgen seien. Die beiden suchten die Gegend in einem Jeep ab. Nichts. Aber dann stolperten sie eines Tages in einem kleinen Wald auf einer Straße, auf der ein Schild warnte: Achtung, Minen! Vorsichtig und langsam fuhren sie mit ihrem Jeep weiter. Nichts ereignete sich, aber vor einem in den Berg eingebauten Betonbunker stand ein anderes Schild. Explodiert beim Öffnen. Wir warfen eine Münze, erzählte einer der Männer später. Und der Verlierer hakte das Abschleppseil des Jeeps an die Türe des Bunkers, hielt den Atem an und trat auf den Gashebel. Es gab keine Explosion. Die Türe wurde aus den Angeln gerissen. Die gesuchten Geheimakten befanden sich im Inneren. Das deutsche Patentbüro verbarg einige seiner geheimsten Patente in einem 500 Meter tiefen Grubenschacht in Heringen und schichtete Behälter mit flüssigem Sauerstoff drauf. Als das Suchteam des American Joint Intelligence Objectives Committee sie fand, schien es sehr zweifelhaft, ob sie je geborgen werden könnten. Die Dokumente waren zwar noch lesbar, befanden sich aber in solch schlechtem Zustand, dass sie sich auf dem Weg an die Oberfläche in ihre Bestandteile aufgelöst hatten. Deshalb ließ man eine Mannschaft mit Fotogerät in den Schacht hinunter und die dort befindlichen Patente auf Mikrofilm aufnehmen. Den ersten Untersuchungsgruppen folgten andere, die insbesondere Geheimunterlagen der Industrie und Forschung aufspüren sollten. Eine dieser Gruppe, das Technical Industrial Intelligence Committee, setzte sich aus 380 Zivilisten zusammen und vertrat 17 amerikanische Industriezweige. Später wurden über 500 Gruppen direkt von der Privatindustrie entsandt. In Deutschland hieß sie offiziell Field Intelligence Agency, Technical, kurz FIAT. Was wir fanden, wollen Sie einige markante Beispiele der Sammlung von Kriegsgeheimdokumenten? Der Leiter der Nachrichtenstelle, der Technical Industrial Intelligence Branch, öffnete seine Schreibtischschublade und nahm die kleinste Vakuumröhre heraus, die ich jemals gesehen hatte. Sie war etwa halb so groß wie ein Daumen. Beachten Sie, dass es schweres Porzellan ist, nicht Glas, und daher eigentlich unzerstörbar. Sie ist 1000 Watt stark, ein Zehntel so groß wie die gleich starke amerikanische Röhre. Heute kennen wir das Fabrikationsgeheimnis. Und hier ist etwas. Er zog ein braunes, wie Papier aussehendes Band von einer Spule. Es war einen halben Zentimeter breit, mit einer matten und einer glänzenden Seite. Das ist ein Magnetfonband, sagt er. Es ist aus Kunststoff, auf einer Seite mit Eisenoxid metallisiert. In Deutschland hat es bereits die Schallplattenaufnahmen verdrängt. Das Radioprogramm eines Tages kann auf eine einzige Rolle magnetisiert werden. Man kann das Band entmagnetisieren, abwischen und ein neues Programm drauf aufnehmen. Keine Nadeln. Daher absolut keine Geräusche und keine Abnutzung. Eine Rolle mit einer Stunde Spielzeit kostet 50 Cent. Dann zeigte er mir die zwei am ängstlichsten bewachten technischen Kriegsgeheimnisse. Die Infrarotvorrichtung, die die Deutschen erfanden, um bei Nacht sehen zu können. Und den bemerkenswert winzigen Generator dazu. Deutsche Autos konnten bei völliger Dunkelheit mit jeder beliebigen Geschwindigkeit fahren. Denn mit dem neuen Gerät konnten sie 200 Meter weit jedes Hindernis erkennen. Panzer, die mit dieser Vorrichtung ausgestattet waren, konnten 3,5 Kilometer entfernte Ziele ausmachen. Deutsche Scharfschützen konnten bei völliger Dunkelheit auf einen Mann zielen.
Unter den erbeuteten Geheimdokumenten befand sich außerdem das Fabrikationsgeheimnis zur Herstellung des beachtenswertesten elektrischen Kondensators der Welt. Die Radio- und Radarindustrie benötigte Millionen von Kondensatoren. Unsere Kondensatoren wurden immer aus Metallfolie hergestellt. Die Deutschen machten sie aus Papier und überzogen sie mit vaporisiertem Zink. Sie sind 40% kleiner und 20% billiger als unsere Kondensatoren und außerdem selbstheilend. Das heißt, wenn etwas defekt wird, zum Beispiel wenn eine Sicherung ausfällt, evaporisiert der Zinküberzug, das Papier isoliert sofort den Kondensator, ist wieder in Ordnung. Er arbeitete selbst bei vielfachen Störungen mit 50% höherer Voltzahl als unsere Kondensatoren. Für die meisten amerikanischen Radiofachleute ist das Zauberei, noch mehr als Zauberei. Mit dem Glimmer war es auch so eine Sache. In Deutschland wird keiner gewonnen, deshalb stand unser Signalkorps während des Krieges vor einem Rätsel. Woher bekam ihn Deutschland? Eines Tages war ein bestimmtes Stück Glimmer einem unserer Fachleute in dem US-Büro auf Main zur Analyse und Stellungnahme übergeben. Natürlicher Glimmer, berichtete er, und keine Unreinheiten. Aber der Glimmer war synthetisch. Dem Kaiser-Wilhelm-Institut war die künstliche Herstellung gelungen. Sehen Sie, sagte der Direktor der Communications Unit. Es war Metall und sah aus wie ein kompliziertes Puppenhaus ohne Dach. Es ist das Chassis oder der Rahmen für ein Radio. Und den gleichen Artikel herzustellen, arbeiteten die Amerikaner mit einer Schneidemaschine, stanzten Löcher, Formen, passen ein Dutzend verschiedene Arbeitsgänge. Das machten die Deutschen in einem einzigen Arbeitsgang auf einer einzigen Presse. Es wird Kaltausstoßprozess genannt. Wir haben es manchmal mit weichem Metall gemacht, aber die Deutschen machten es mit kaltem Stahl. Tausende von Teilen aus Guss- oder Schmiedeeisen können nun auf diese Weise hergestellt werden. Die Herstellungszeit wird damit um die Kleinigkeit von 1000% verkürzt. Dieses einzige Kriegsgeheimnis, so glauben viele amerikanische Stahlmänner, wird Dutzende unserer metallverarbeitenden Industrien revolutionieren. Bei den Textilien hat die Sammlung der Kriegsgeheimnisse so viele Neuigkeiten gebracht, dass den amerikanischen Textilmännern etwas schwindelig ist. Da gibt es eine deutsche Webmaschine für Kunstseide, die die Produktion im Verhältnis zur Fläche um 150% erhöht. Ihr Links-Links-Webstuhl stellt ein leiterloses, laufmaschenfestes Gewebe her. Man nimmt an, dass die neue deutsche Nadelherstellungsmaschine dieser Fabrikationszweig sowohl in England wie auch in den Vereinigten Staaten revolutionieren werden. Es gibt eine deutsche Methode, um mittels eines Enzyms die Wolle von Schaffellen zu rupfen, ohne das Fell oder die Faser zu verletzen. Früher wurde der Reißer, ein Handelspatent, aus tierischen Bauchspeicheldrüsen hergestellt. Während des Krieges stellten ihn die Nazis aus einem Stoff, Aspergill parasititus genannt, her, der in klein gesät wurde. Er ergab nicht nur bessere Wolle, auch der Ertrag stieg um 10%. Eine andere Entdeckung war eine Methode, die viskose Kunstseidenfaser zu kräuseln, was ihr Aussehen, Wärme, Widerstandsfähigkeit und Färbreaktion von echter Wolle gab. Das Geheimnis, so stellten unsere Untersuchungsleute fest, war ein Zusatz von 25% Fischprotein zur Zellulose. Aber die umwälzendsten und unglaublichsten aller Industriegeheimnisse kamen wohl aus den Laboratorien und Fabriken des großen deutschen IG Farbenindustrie-Kartells. Niemals vorher, so behauptete man, habe es eine solche Sammlung von Geheiminformationen gegeben. Sie umfasste flüssige und feste Brennstoffe, Metallurgie, synthetischen Gummi, Textilien, Chemikalien, Kunststoff, Drogen und Farben. Eine amerikanische Farbstoffautorität erklärt. Die Sammlung enthält die Herstellungsanleitung und geheimen Formeln über 50.000 Farben. Viele davon sind haltbar und besser als unsere. Viele sind Farben, die wir niemals herzustellen imstande wären. Für die amerikanischen Farbenindustrie wird das einen Fortschritt von mindestens 10 Jahren bedeuten. Auf dem Gebiet der Nahrungsmittel und der Medizin waren die Funde der Untersuchungsgruppe nicht weniger eindrucksvoll. Und auf dem Gebiet der Aeronautik und der gesteuerten Raketen erwiesen sie sich als geradezu alarmierend. Eines der Nahrungsmittelgeheimnisse, das die Nazis entdeckt hatten, war eine Methode, Fruchtsäfte ohne Hitze zu sterilisieren. Der Saft wurde filtriert, gekühlt und mit Kohlensäuresalz versehen und unter 8 Atmosphären Kohlendioxiddruck gelagert. Dann wurde das Kohlendioxid entfernt. Der Saft lief durch ein weiteres Filter, das ihm entkeimte und wurde dann in Flaschen gefüllt. Etwas, was amerikanische Konservenleute vielleicht zu denken gibt. Das Pasteurisieren von Milch durch ultraviolettes Licht war in anderen Ländern immer misslungen. Aber die Deutschen hatten eine Methode gefunden. Sie verwendeten Lichtröhren von großer Länge und reicherten die Milch gleichzeitig mit Vitamin C an.
In einer Fabrik in Kiel entdeckten britische Beamte des Joint Intelligence Objectives Committee, dass Käse, Holländer und Tilsiter guter Qualität durch eine neue deutsche Methode mit ungeahnter Schnelligkeit hergestellt werden konnte. Die Käseindustrie der ganzen Welt wäre niemals in der Lage gewesen, mit den Deutschen zu konkurrieren. Butter wurde in einer Molkerei bei Hamburg auf eine Art hergestellt, die sich die amerikanischen Buttererzeuger schon seit langem gewünscht hätten. Die permanent butternde Maschine war die Erfindung von Molkereiausrüstungsherstellern in Stuttgart, nahm weniger Raum in Anspruch als amerikanische Buttermaschinen und lieferte 1500 Pfund pro Stunde. Die Maschine wurde sofort nach den USA verschifft, um vom US-Butterinstitut ausprobiert zu werden. Die Deutschen hatten auch eine neue Methode gefunden, Nahrungsmittel mit Kunststoffen zu konservieren. Sie hatten eine fortgeschrittene Gefriertechnik entwickelt. Die Kühlhaltung und Luftversorgung auf deutschen U-Booten war so hoch entwickelt, dass Unterseeboote von Deutschland bis zum Pazifik fahren, dort 2 Monate Krieg führen und dann nach Deutschland zurückkehren konnten, ohne frisches Wasser für die Mannschaft an Bord nehmen zu müssen. Brot und Käse wurden mit einer Kunststoffmischung umgeben. Ein Laib, frisch vom Backofen, wurde eingetaucht, getrocknet, nochmals eingetaucht und dann eine halbe Stunde auf 285 Grad erhitzt. 8 Monate später war das Brot noch unverdorben und genießbar. Deutsche Mediziner hatten auch einen Weg gefunden, Blutplasma synthetisch herzustellen. Es hieß Capain, wurde auf industrieller Basis hergestellt und kam in der Praxis dem natürlichen Plasma gleich. Ein Oxidationsprodukt von Adrenalin wurde in erfolgreichen Mengen von den Nazis hergestellt und mit guten Ergebnissen zur Bekämpfung von hohem Blutdruck verwandt, woran jährlich 750.000 Personen in den Vereinigten Staaten sterben. Heute haben wir das Herstellungsgeheimnis. Aber von höchster Bedeutsamkeit für die Zukunft waren die Nazi-Geheimnisse in der Luftfahrt und Raketentechnik. Die V-2-Rakete, mit der London bombardiert wurde, besagt eine Veröffentlichung der Army Air Force, war nur ein Spielzeug verglichen mit dem, was die Deutschen noch im Hintergrund hatten. Wir wissen jetzt, dass sie bei Kriegsende 138 Raketentypen in verschiedenen Entwicklungs- oder Herstellungsstadien hatten, bei denen alle Arten von Fernsteuerung und Zündung verwendet wurden. Radio, Radar, Draht, Akustik, Infrarotstrahlen und Magnetismus, um nur einige zu nennen. Was den Raketenantrieb betrifft, so war ihre A4-Rakete, die gerade zur Massenproduktion kam, als der Krieg endete, 14 Meter lang, wog über 24.000 Pfund und hatte eine Reichweite von 370 Kilometern. Sie stieg auf 100 Kilometer Höhe und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von über 5.000 km/h in der Stunde. Dreimal so viel wie die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde am Äquator. Das Geheimnis ihrer Überschallgeschwindigkeit war ein Raketenmotor, der flüssigen Sauerstoff und Alkohol aus Brennstoff benutzte. Ein Fernbomber mit Raketenantrieb, der, wie aus den Kriegsdokumenten hervorgeht, nur wegen des schnellen Kriegsendes nicht fertiggestellt werden konnte, wäre in der Lage gewesen, in 40 Minuten von Deutschland nach New York zu fliegen. Er war in einer Höhe von 250 Kilometer geflogen. Der Start wäre von einem Katapult mit einer Geschwindigkeit von 750 km/h erfolgt und das Flugzeug hätte seine Gipfelhöhe in kurzer Zeit von 4 Minuten erreicht. Von dort wäre es ohne Treibstoff durch die äußere Atmosphäre geglitten und hätte das Ziel angeflogen. Die Deutschen hofften, mit 100 Bombern dieser Art jede Stadt der Welt innerhalb von ein paar Tagen zerstören zu können. Über die Freigabe und die Verbreitung dieser ehemaligen Geheimnisse erließ Präsident Truman 10 Tage nach der Kapitulation Japans eine Verordnung. Die Verordnung sah vor, dass nicht nur die feindliche Kriegsgeheimnisse, sondern auch, mit einigen Ausnahmen, alle amerikanischen wissenschaftlichen und technischen Geheimnisse der Regierungsforschungsstelle veröffentlicht werden sollten. Um der Öffentlichkeit bekannt zu geben, was erhältlich ist, gibt das Office of Technical Services wöchentlich eine Bibliografie heraus. Diese enthält die neuesten Nachrichten über die freigegebenen Kriegsgeheimnisse mit Bezeichnung, Preisen, von laufend erhältlich oder anzufertigenden Abschriften und eine Auswertung des Inhalts. Das Originaldokument oder eine Mikrofilmkopie wird dann gewöhnlich an die Bibliothek des US-Kongress gesandt, die jetzt die größte Sammlung dieser Dokumente hat. Um sich der Öffentlichkeit leichter zugänglich zu machen, schickt die Bibliothek Abschriften, wenn genug vorhanden sind, an ungefähr 125 sogenannte Außenstellen innerhalb der USA. Und macht die Öffentlichkeit etwas mit diesen ehemaligen Kriegsgeheimnissen? Jawohl, sie verschlingt sie geradezu. Bereits 20.000 Aufträge gingen innerhalb eines Monats ein und jetzt beträgt die Zahl der verschiedenen Aufträge 1.000 pro Tag. Wissenschaftler und Techniker erklären, dass ihnen diese Informationen Jahre ersparen, die wir Problemen hätten widmen müssen, die bereits wissenschaftlich erforscht sind. Und amerikanische Geschäftsleute erst.
Eine flüchtige Durchsicht der Akten des Publication Board zeigt Folgendes. Die Bendix Company in South Bend, Indiana, bittet um ein deutsches Patent über den automatischen Schallplattenwechsler, bei dem die Schallplatten auf dem Plattenteller aufgestapelt sind. Die Pillsbury Mills wollen alles haben, was über die deutschen Mehl- und Brotherstellungsmethoden erhältlich ist. Die Kendall Manufacturing Company verlangt Insektenmittel. Die Pioneer Hybrid Corn Company, Iowa, bittet um Einzelheiten über das Verhör von Forschern der Landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sie bitten um ein Verhör von Leuten an der Landwirtschaftlichen Hochschule. Also ich weiß nicht, ob das noch mit rechten Dingen zugeht, wenn die Amerikaner einfach anfangen, deutsche Patente, deutsche Technik, deutsches Know-how aus dem Land zu schaffen und anfangen, deutsche Zivilisten, Forscher zu verhören. Ja, also ob wir da wirklich noch von Rechtschaffenheit sprechen können, ist fraglich. Und der Spiegel kommentiert das ja auch eindeutig. Ne? Also das hat man tatsächlich damals gesehen. Die Pacific Mills verlangte das Mittel der IG Farbenindustrie, mit dem gesponnenen Kunstseide zum Schluss wasserdicht und knitterfest gemacht wird. Die Polaroid Company wünscht Informationen über den Stand der Fotografie und Optik in Deutschland. Der unersättlichste Kunde ist Amtorg, die Außenhandelsorganisation der Sowjetunion. Einer ihrer Vertreter betrat das Büro der Publication Board Office mit der Bibliografie in der Hand und sagte, ich möchte von allem Abschriften haben. Bevollmächtigt von amerikanischen Gesellschaften stellten sich förmlich an der Treppe des Haupteingangs beim OTS auf, um als Erste in den Besitz eines bestimmten, für die Öffentlichkeit freigegebenen Berichtes zu kommen. Einige Nachrichten sind so wertvoll, dass es Tausende von Dollars wert ist, wenn man sie einen einzigen Tag früher als ein Konkurrent erhält. Nachdem eine amerikanische Luftfahrtgesellschaft ein bestimmtes erobertes Kriegsdokument bestellt hatte, fragte man nach, ob sie darin enthaltene Informationen ihr nur Unkosten bereitet hätten oder ob sie einen Gewinn bringen würden. Die Unkosten für den Bericht hatten sich auf ein paar Dollar belaufen. Die Gesellschaft antwortete, jawohl, ein Gewinn von mindestens 100.000 Dollar. Die Forschungsleiter einer anderen Firma machte sich eines Tages im OTS-Büro 3 Stunden lang Notizen. Vielen Dank, sagte er, als er aufstand. Die Notizen aus diesen Dokumenten sind für meine Gesellschaft mindestens 500.000 Dollar wert. Und nachdem ein amerikanischer Fabrikant den vollständigen Bericht über die deutsche Kunstfaserindustrie gesehen hatte, bemerkte er, dieser Bericht hätte für meine Gesellschaft einen Wert von 20.000.000 Dollar, wenn sie ihn ausschließlich haben könnte. Dieser Bericht ist erstaunlich offen geschrieben und belegt anhand von wenigen Beispielen, wie weit der technologische Fortschritt Deutschlands gegenüber dem Rest der Welt wirklich war. Nehmen wir uns hier die Tatsache über die Technik, um Lebensmittel haltbar zu machen, für die Versorgung auf deutschen U-Booten raus und sehen uns diese genauer an. Dann folgen wir den Aussagen über eine deutsche Basis im ewigen Eis, die Basis 211 in der Antarktis. Diese soll durch eine ganze Flotte geheimster und nicht gelisteter U-Boote erfolgt sein. Dann wird diese Theorie wesentlich wahrscheinlicher und durch die Entwicklung zur Haltbarkeit von Lebensmitteln wahrscheinlicher denn je. Was im Dritten Reich entwickelt wurde, kann man mit einem Wort gut beschreiben: Höchsttechnologie. Diese Technologie ermöglichte es den Nationalsozialisten, Projekte umzusetzen, von denen wir nicht ansatzweise eine Vorstellung besitzen. Und wir reden hier über Technologien, die veröffentlicht wurden. Nicht auszudenken, was die US-Amerikaner der Weltöffentlichkeit an Technologien vorenthalten und bis heute geheim halten.